Hallo und herzlich willkommen zur 5. Folge von Let's Play Komorebi Schüleraustausch. Wir haben Sonntagnachmittag bzw. frühen Abend und in der letzten Folge haben wir auch schon den Sonntag über gespielt. Wir waren mit Hannah ein bisschen wandern und haben uns so die Nachbarschaften ein bisschen angeschaut. Und ich dachte, jetzt könnten vielleicht die Teenager mal zusammen essen gehen. Hannah habe ich mal nach Hause geschickt. Und ja, jetzt sind wir hier bei diesem Restaurant, was ich gebaut habe. Und ich habe mal geschaut, man kann nicht um diese Tische hier bitten, leider, in Restaurants. Irgendwie geht das nicht. Warum auch immer, dass man nur an den anderen Tischen sitzen kann. Dann würde ich mal sagen, dann bitten wir vielleicht mal um diesen Tisch hier, den finde ich schön. Genau, können wir mal um diesen Tisch hier bitten. Und dann können wir das vielleicht so ein bisschen auch als Möglichkeit nehmen, dass sich die Teenager untereinander ein bisschen kennenlernen können. Vor allem, also... Isabella und Emil kennen sich gegenseitig schon richtig gut, aber Molly und Emil kennen sich noch nicht so, aber ich glaube, Isabella und Molly kennen sich auch schon ein bisschen. Emil, wo läufst du hin? Nein, geh nicht zum Übungsheim. Ich dachte gerade, was tut der Mensch denn? Nee, wir gehen jetzt mal essen, Schatzi. Soll ich, während wir hier essen, ich finde generell, vielleicht während wir hier in Mt. Komorebi sind, könnten wir mal Besteckpräferenz Stäbchen bevorzugen, dass sie das hier im Moment lernen. Ach, guck mal hier, ihr seid ja auch schon beide wieder abgehauen. Das ist ja furchtbar mit den Sims. Immer sind die hier auf dem Weg. Wer ruft dich denn an? Schneewittchen. Boah, Schneewittchen ist ja wirklich, ständig ist die einem am Hinterher telefonieren und taucht irgendwo auf. Das gibt es gar nicht. Okay. Und was wünschst du dir? Mit Molly plaudern. Oh ja, mach das mal. Das finde ich gut. Hier ist dein Tisch. Guten Appetit. Dankeschön. Boah, mein Gott, ist dir nicht kalt? Hier in bauchfrei in der Schneelandschaft. Oh mein Gott. Okay. Ihr beiden kommt jetzt aber dabei. Oh, ich liebe dieses Outfit von Isabella. Ich glaube, ich habe das auch so ähnlich im Apartment Nummer 4 Makeover nochmal verwendet. Fällt mir gerade auf. Weil ich finde das wirklich auch sehr hübsch. Okay, möchtest du dann mal bestellen für alle? Genau, den Tisch bestellen. Ach, guck mal, der steht hier schon direkt neben uns. Das ist ja praktisch. Okay. Oh, und wie glücklich Isabella ist. Okay, dann können wir mal hier schauen, was wir trinken. Ich denke, wir trinken hier irgendwie vielleicht mal so einen Eistee oder irgendwie sowas in die Richtung gehen. Wir sind ja hier auch, sind ja alles noch Teenager, ne? Molly kann vielleicht mal eine Fruchtbrause trinken und die anderen beiden einen Eistee. Okay, und was gibt es zum Essen? Dann kriege ich jetzt hier direkt selber Hunger. Oh. Das sieht alles interessant aus. Okay. Wir waren ja eben im Bambuswald, das heißt irgendwie, vielleicht möchte Molly mal eine Bambusrolle essen. Ich weiß, das Gericht haben wir schon länger, aber ich finde irgendwie, weil wir eben im Bambuswald waren, passt das hier. Ich weiß gar nicht, was das ist bei vielen Sachen hier. Das haben wir auch schon mal gegessen, das kann Isabella mal probieren. Ja. Weiß ich bei allem gar nicht, was das ist unbedingt. Und das kann vielleicht, aber es sieht so aus, als wäre das nicht so viel. Wird man davon satt? Kannst du vielleicht mal hier Lachs-Nigiri probieren? Wir essen kein Kugelfisch. Kugelfisch finde ich gruselig. Also so lecker kann sowas gar nicht sein, dass man so irgendwie fast davon stirbt. Möchtest du vielleicht mal Isabella sagen, dass sie gut aussieht? Weil ich finde Isabellas Outfit so unglaublich schön. Kannst du das hier machen? Ja, mach mal ein Kompliment. Warum bist du hier? Ach, du hattest einen Wildtierangriff tatsächlich. Ah, das habe ich gar nicht mitbekommen. Wollt ihr beiden jetzt hier vielleicht auch nochmal euch so ein bisschen besser kennenlernen? Das wollt ihr ja eigentlich. Du kannst dann vielleicht Emil mal eine dramatische Geschichte erzählen. Und Emil wollte ja ohnehin mit Schneewittchen, nicht mit Schneewittchen, mit Molly plaudern. Okay. Kannst du Molly vielleicht mal nach ihrem Tag fragen? Kann ich hier vielleicht mal so zoomen, dass ich euch alle drei sehen kann. Ja, guck mal hier. Na. Okay. Kannst du Molly auch mal eine dramatische Geschichte erzählen und so ein bisschen mit Isabella weiterreden? Du kannst Isabella mal kennenlernen. Oh, vielleicht redet Molly jetzt auch über ihren magischen Begleiter und so weiter, wenn sie hier... Ich weiß nicht, was genau das in der Sprechblase war. Irgendwie eine Fledermaus oder so. Aber ich glaube, man kann auch eine Fledermaus als magischen Begleiter haben. Molly kennenlernen. Oh ja, mach das mal. Ist eine fantastische Idee. Wir haben Hunger, aber es sollte ja gleich auch was zu essen kommen. Wir reden über Drachen. Nein, über Dinosaurier. Okay. Geht's dir denn sonst gut, außer dass du Hunger hast? Ihr seid außerdem müde. Bleibst du mal sitzen hier, Fräulein? Genau, kannst du nochmal kennenlernen? Das wolltest du ja eigentlich. Das ist bestimmt super aufregend, weil ich glaube, die waren noch nie zusammen vorher essen ohne Erwachsene. Also halt so, dass sie vorher noch nicht essen waren und dass sie irgendwie Schneewittchen dabei hatten oder irgendwen, wenn sie schon mal essen waren zumindest. Von daher ist das hier bestimmt ziemlich cool. Wenn man hier das mal alleine machen kann. Ich meine, das ist ja auch häufig so, wenn man einen Schüleraustausch macht, dass man auf einmal viele Sachen alleine macht und selbstständig machen kann, wo vorher eher Eltern und Lehrer dabei sind und so weiter und man Sachen einfach mal ausprobiert. Dann kannst du mal... Vielleicht mal Bewunderung ausdrücken, wenn du möchtest. Kommt hier denn irgendwann mal unser Essen? Können hier schon sehen, wie es gekocht wird. Wie cool wäre das, wenn wir jetzt hier Hiroki sehen würden als Koch? Das wäre richtig cool. Das wird wahrscheinlich nicht passieren. Okay. Und Molly ist ja am Handy, statt mit uns zu reden. Warte, was ist das hier? Ich habe gehört, dass du deine Zauberkraft gestärkt hast. Möchtest du sie auf die Probe stellen und dich auf dem Duellgelände mit mir duellieren? Vielleicht ist so Ferdinand Provitz so ein bisschen so, hey, du bist eigentlich bei mir, weil du Magie lernen sollst. Also üb vielleicht mal so ein bisschen, während du da unterwegs bist. Das Problem ist ja, dass ja unsere... Gastfamilie gar nicht weiß, dass wir magisch sind. Von daher müssen wir da ein bisschen vorsichtig sein. Aber vielleicht können wir demnächst auch mal irgendwo hinreisen, in die Natur oder so, und können da ein bisschen üben, wo das niemand mitbekommt und da irgendwie keine Unfälle drumherum passieren können. Okay. Kommt hier irgendwo mal mein Essen? Ich kriege hier überhaupt nichts davon. Ich hab Hunger und bin hier. Ach, guck mal, das hätte es gewesen sein können. Essen? Okay. Was wünschst du dir hier mit Molly rumalbern? Das können wir auch noch machen. Genau, isst hier mal. Ich möchte das hier mal sehen, wenn ihr mit Stäbchen esst. Das habe ich noch gar nicht gesehen. Iss, Kind, iss. Ich würde, glaube ich, von den ganzen Sachen am liebsten das haben, was Molly ist. Das würde ich nicht, was Molly, was Isabella ist. Das würde ich voll gerne mal probieren. Ihr trinkt bis jetzt. Nur wollt ihr auch mal essen? Ihr Kinder. Wem muss man denn im Restaurant erst sagen, dass er essen soll? Nicht aufräumen. Ups, nein, 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 nein. Essen. Essen bitte. Molly ist in einer lauten Phase, okay. Guck mal, du bist müde, du willst irgendwann ja auch wieder nach Hause. Okay. Und jetzt habe ich das gar nicht mitgekriegt. Jetzt hat Isabella schon mit Stäbchen gegessen. Tschüss, meine Güte. Ah, jetzt sehe ich sie, okay. Okay, okay. So, du möchtest mit Molly rumalbern. Das kannst du auch mal machen, wenn du möchtest. Du brauchst ja ohnehin auch Spaß. Warte. Kannst mal einen Insider-Witz erzählen, genau. Und dann kann Emil nochmal Molly eine dramatische Geschichte erzählen vielleicht. No. Die drei sind so süß zusammen, wirklich. Oh mein Gott. Es ist vielleicht ein bisschen fest hier. Experimentelle Speisefotografien, die ist schon angenagt, Schatzi. Das machen wir mal nicht. Molly in die Sterne gucken, vielleicht auch nicht. Setz dich mal wieder hin hier. Ständig springen alle auf. Hat denn hier sonst noch jemand Wünsche im Moment? Ihr seid jetzt eigentlich auch mit Essen fertig. Bevor wir nach Hause fahren, weil ihr seid zwar tendenziell müde, aber ihr seid noch nicht sehr müde. Wollt ihr mal hier rausgehen und irgendwie hier mal das Feuer anzünden? Da könntet ihr nämlich sonst auch mal hier rüber gehen. Das wäre voll schön. Also nicht zu lange, weil Emil ist schon ziemlich müde und wir haben auch schon ziemlich spät und morgen ist ja Schule und so weiter. Aber so mal kurz, so mal gucken, wisst ihr? So mal gucken, was da drüben ist. Können wir das nicht anzünden? Ey, du sollst auch mit darüber gehen. Mensch, 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 diese Sims, ey. Das ist ja schlimm. Emil, kannst du das hier mal anzünden? Das kannst du mir nicht erzählen, dass das eigentlich nicht... Das geht nicht. Warum geht das denn nicht? Ist das hier wegen diesem kleinen Tischchen, was da irgendwo davor steht? Das könnte tatsächlich sein. Oh mein Gott. Ernsthaft? Geht es jetzt? Ah, guck mal, jetzt geht's. Geld verbrennen, okay. Ist euch nicht zu kalt hier? Wir könnten uns mal alle so ein bisschen hier wärmen und könnten uns weiter unterhalten eigentlich. Wir könnten hier mal Bewunderung ausdrücken. Jetzt bist du verspielt. No. Isabella, komm mal hier auch näher ans Feuer. Das ist ja sonst alles zu kalt. Mit Molly in die Sterne gucken. Weißt du was, um sich jetzt hier in den Schnee zu legen, denke ich, ist es vielleicht zu kalt. Schelmisch zu Molly sein. Oh ja, sei mal schelmisch zu Molly. Das finde ich cool. Kannst mal rumblödeln mit Molly, wenn du magst. Oh nein, hier das mit der Plattform klappt nicht so gut, weil hier die Bank habe ich zu weit nach unten gestellt. Sieht das so aus, als wären deren Füße im Boden. Das habe ich bis eben gar nicht gesehen, als hier so dunkel war. Oh nein. Oh. Mist. Das ist bestimmt auch cool, mit so einer Aussicht irgendwie mit seinen Freunden auf einem Schüleraustausch am Feuer zu sitzen und einfach so zu quatschen. Ja. No. Dann könnte vielleicht Molly mal gehen und mal verwenden hier. Und danach vielleicht hier auch mal bezahlen. Und wir warten hier in der Zeit mal. Emil möchte auch mal mit Molly rumalbern, ja. Das können wir auf jeden Fall auch machen. Und... Du möchtest hier Molly kennenlernen, das ist auch sehr nett. Dann können wir hier noch ein bisschen mit Emil reden. Nein, warte, bleib hier. Ihr solltet da bleiben, Kinder, meine Güte. Ah, okay, ihr geht wieder zurück. Ja, das ist gut. Okay, dann können wir mal vielleicht Bewunderung ausdrücken. Und dann können wir vielleicht mal... Können wir mal versuchen zu flirten mit Emil? Ich meine, er hat uns eben gesagt, dass wir gut aussehen, so. Vielleicht ist Isabella jetzt so, wisst ihr, nicht sehr, sondern nur so ein ganz bisschen. So mal zum Testen. Wo Molly gerade nicht da ist. Können wir ja mal versuchen. Molly ist gerade rebellisch drauf. Ich denke, das ist irgendwie normal, wenn man auf einem Schüleraustausch ist, dass man so halt so weil man gerade nicht bei den Eltern ist, dass man irgendwie so Sachen einfach anders macht. Also, dass man einfach dann unterwegs ist. Und das hat nicht so funktioniert, weil wir sind müde und Molly ruft jetzt, hier, ich habe bezahlt, komm, wir gehen heim. Okay, dann gehen wir auch mal nach Hause. Man muss es ja nicht erzwingen. So, wir sind wieder zurück. Und ich glaube, sowohl Isabella als auch Emil müssen mal zur Toilette. Kann das sein? Dann kannst du zuerst mal gehen. Musst du auch duschen? Ja. Aber du bist außerdem auch sehr müde. Lassen wir dich noch duschen. Wobei, ja, das liegt ja hier im Prinzip auf dem Weg. Kannst du eigentlich mal machen. Warum denn nicht? Probieren wir mal hier. Hast du das morgen früh? Musst du das dann auch nicht mehr machen? Isabella muss auch mal. Kann vielleicht hier oben mal durchs Badezimmer gehen. Dann hoffe ich jetzt, dass die... Wie geht's dir ganz klein? Die muss gefüttert und vielleicht auch gebadet werden. Möchtest du dann vielleicht mal Mieko füttern? Das hast du ja heute Morgen auch schon gemacht, ne? Kannst du mal dir ein Sandwich geben? Hiroki, wie geht's dir? Dir geht's auch ganz gut. Nein, geh nicht schwimmen. Meine Güte. Du kannst mal auch duschen gehen. Hier hoch. Wo steckst du denn? Ach, da. Kannst mal hier auch hier oben duschen gehen. Warte mal. Guck mal hier, kannst du danach was essen und bist überhaupt nicht müde irgendwie, das ist aber merkwürdig. Reste nehmen und Akina macht jetzt was. Warum wollen die denn immer Bohnen mit Würstchen kochen permanent? Du kannst mal was anderes kochen, wenn du möchtest. Kannst mal kochen. Vielleicht Gemüseteigtaschen. Wenn du unbedingt was kochen möchtest, kannst du das essen und danach schlafen gehen. So, Isabella kann auch schlafen gehen, nachdem sie geduscht hat. Wie geht's Hannah? Hannah muss mal ganz dringend. Dann hoffe ich, sie kann hier zur Toilette gehen und versteht aber, dass sie sich nicht da die Hände wäscht, sondern vielleicht im Küchenwaschbecken oder so. Stellen das hier auch hier mal weg. Okay. Beobachte das jetzt hier mal, ob sie das von sich aus versteht oder eher nicht so. Bevor du schlafen gehst, kannst du gleich auch noch, wobei, vielleicht können die Eltern auch Mieko schlafen bringen. Nein, 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 nein. Warum habe ich dir denn gesagt, du sollst woanders? Nein. Habe ich es jetzt verhindert oder nicht? Ich bin mir unsicher. Kannst du hier mal Hände waschen? Genau, dann kann Hannah mal schlafen. Ich glaube, es ist alles gut gegangen. Ich glaube, es ist nichts passiert. So. Kannst du mal schlafen gehen hier. Wie müde bist du eigentlich? Du bist noch gar nicht müde. Ja, dann kümmere ich vielleicht mal. Guck mal, kannst du jetzt hier das Kind danach mal rauslassen? Genau. Und dann kann Molly jetzt vielleicht auch mal schlafen gehen. Die ist nämlich super müde. Genau. Geh mal schlafen. Oh Gott, schon so spät und morgen ist Schule. Du kannst genau hier mal schlafen gehen. Emil geht jetzt mal schlafen. Ja. Ah, Emil war noch gar nicht auf Toilette. Ja, da sollte er vorher noch mal hingehen. Das sollte er noch tun. Das habe ich ihm eigentlich habe ich ihm das auch gesagt. Das hat er nur nicht verstanden. So. Du bist noch beschäftigt. Ihr seid heute irgendwie alle so ein bisschen schwer von Begriff. Kann das sein? Wie steht es denn? Hat es denn funktioniert, dass Molly und Emil sich jetzt angefreundet haben? Ja, wir sind befreundet. Wir sind noch nicht so richtig eng. Aber wir haben, weil wir das Schneefest zusammen gefeiert haben und weil wir beim Wandern zusammen unterwegs waren, hat das schon so ein bisschen was gebracht. Aber ich glaube... Haben wir für Isabella kein Gefühl, aber für Emil schon. Das ist ja merkwürdig. Ich glaube nämlich, Isabella und Emil sind schon enger befreundet, ne? Hat zwar auch kein Gefühl für Isabella im Moment. Doch, hat er schon. Wird eben nur nicht angezeigt. Okay. Und für Molly hat er auch ein Gefühl, okay. So ganz wie die Gefühle entstehen, habe ich noch nicht raus irgendwie. Ich bin so langsam, irgendwie komme ich in die Nähe. So richtig verstehen tue ich es nicht. Hast du jetzt auch nichts gegessen? Du furchtbares Kind. Gut, dann kannst du dir hier aber ein Gericht von nehmen, sobald Akina das mal hinstellt. Das muss man sich mal vorstellen. Da hat sie Wunderbares, hat sie Erdnuss-Sandwich, Erdnussbutter-Sandwich, dann wirft sie das auf den Boden. So, dann kannst du dir davon mal ein Gericht nehmen, sobald Hiroki dich da rausgelassen hat. Und es ist schon fast wieder morgen. Oh mein Gott, diese Sims sind immer noch wach. Hier, Aki, normalerweise nehmen sich die Sims auch immer automatisch. Was kannst du mal was nehmen? Und so musst du morgen früh arbeiten. Ich muss morgen früh arbeiten. Sie muss gleich arbeiten, ist noch nicht schlafen gegangen. Da muss ich mich noch ein bisschen drum kümmern irgendwie. Ja. Wir müssen mal schauen. Also grundsätzlich, wir haben ja jetzt hier eine Woche vor uns, wo die Teenager in die Schule müssen und wo das Wetter auch nicht so toll ist. Wir müssen mal schauen, vielleicht ist das nicht so schlimm, wenn wir oben im Schnee sind, weil halt, wenn es schneit, finde ich das nicht so schlimm, wie wenn es regnet. Vom Gefühl her. Wir können da noch ein paar Sachen machen. Ich würde eigentlich super gerne klettern lernen. Und wir haben halt noch einige öffentliche Grundstücke, die wir noch nicht erforscht haben. Das könnten wir machen. Und am Freitag ist ja dann Lichtfestival. Und dann müssen wir mal schauen, wie hier das Wetter ist. Ich meine, vielleicht ist auch nicht in jeder Nachbarschaft das Wetter gleich, weil dann würde ich nämlich auch noch gerne ein bisschen wandern gehen mit den Lieben. Schlafen dann jetzt zumindest unsere Teenager. Okay. Dann habe ich mich um die zumindest schon mal gekümmert. Ich meine, die Familie spielen wir ja eigentlich auch nicht so richtig. Also ich meine, ich jetzt schon, aber halt so. Das ist ja nicht unbedingt ein Muss hier in diesem Let's Play, dass die Familie hier versorgt ist. Das ist ja unsere Gastfamilie. An für sich soll die sich ja um sich selber kümmern. Ja gut, dann ist das hier eine etwas kürzere Folge, weil wir ja eigentlich nur den Abend von gestern noch zu Ende gespielt haben. Und dann schauen wir mal, wie das in der nächsten Zeit weitergeht mit unseren Teenagern, die jetzt hier noch weiter in die Schule gehen und so weiter. Und dann, ja, beende ich die Folge hier. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao!